Heute möchte ich mit euch eine weitere Lego Ninjago Ausgabe anschauen, und zwar trägt das Magazin die Nummer 82 und beinhaltet drei Extras. Wir haben hier zum einmal einen Mareikrieger, wir haben hier nochmal ein so ein Pack und eine Sammelkarte. Hier hätten wir jetzt einmal den den Insel Zane in der limitierten Edition, ich mache mal das Paket auf. Hier hätten wir unsere Extras. Wir schauen uns als allererstes mal die limitierte Karte von Zane an. Ja, zu Schimmereffekte, beziehungsweise ist der Hintergrund golden. Da steht Insel mit roter Schrift drauf. Das wäre sehr cool. Dann haben wir hier, so wie es anfühlt, ist es ein Aufkleberpack. Das mache ich mal geschwind auf. So, und hier hätten wir auch ein paar Aufkleber. Hier einmal die 81, die 45, die 194, die 42 und die 166. Oh, cool. Und dann haben wir hier auch unseren Mareikrieger, den baue ich jetzt auch mal auf. Und hier hätten wir auch schon unseren aufgebauten Mareiwächter. Und damit ich ihn vernünftig zeigen kann, diese Figur hat hier so Schwimmflossen dran, und die entferne ich jetzt einmal. Und dann können wir uns den Mareikrieger anschauen. Bei dem hier hat sich nichts getan, also sprich, das sind die regulären Mareikrieger, die es in den aktuellen Sets so gibt. Der ist hier beziehungsweise bewaffnet mit einem Dolch, mit einem Drachengriff, hat eine goldene Schulterpanzerung und genau, das wäre jetzt einmal die Rückenbedruckung von ihm. Ich entferne einmal kurz die Schulterpanzerung, dann können wir uns mal seine Rückenbedruckung mal etwas genauer anschauen. Und das wäre der Wächter. Und als nächstes werfen wir mal einen Blick hier auf unser Magazin. Und hier steht schon, es gibt wieder zwei Poster und natürlich wieder ein Comic, welches ich wieder überblättern werde, damit ich mich nicht spoiler. Und da würde ich sagen, starten wir. Und dann haben wir als allererstes unser Inhaltsverzeichnis. Und dann haben wir auf der Seite 4 unseren Mareiwächter als Extra. Dann haben wir eine Mission, Schurkenfutter. Auf der Seite 7, Prinz Kalmar kommt. Auf der Seite 10, Comic Teil 1. Auf der Seite 16, Wus Herausforderungen. Auf der Seite 22 haben wir Comic Teil 2. Auf der Seite 28 Mini-U-Boot-Missionen. Auf der Seite 30 volle Wasserkraft. Auf der Seite 32 haben wir Fanpost Superstar Lloyd. Auf der Seite 33 haben wir eine Umfrage Mach mit und gewinne. Und auf der Seite 34 haben wir die Vorschau und Lösungen. Und unter der Vorschau werden wir auch erfahren, welche Minifigur wir in der nächsten Ausgabe bekommen. Und hier auf dieser Seite sehen wir, dass es diese zwei coole Poster gibt und ein Taucherhuhn. Und Seite 30 gibt es Energineer und Drachenfakten. Okay, cool. Und dann geht es hier weiter. Und zwar haben wir hier unseren Marei-Wächter, dass er ausgestattet ist mit so einem Marei-Sei, heißt der. Okay, das ist gut zu wissen. Hier ist noch so ein bisschen über ihn erzählt. Und dann geht es hier schon weiter mit dem Schurkenpuzzle. Auf der Seite 6 haben wir Futter für alle. Auf der Seite 7 Taucher-Action. Und da geht es hier nochmal die Taucher-Action weiter. Hier ist nochmal ein bisschen Werbung für Togo. Und dann beginnt unser Comic. Seite 16 haben wir Meistert ihr Wus Training. Nur ein bisschen Rätselspaß. Und dann haben wir hier unser erstes Poster: Schurken der Tiefe mit Prinz Kalmar, Vujira und einigen Mareikriegern. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und auf der anderen Seite haben wir Zane. Und auch hier möchte der Herausgeber der Zeitschrift, also sprich die Blue Ocean Entertainment AG, möchte von euch eure Meinung wissen, und dann könnt ihr wieder ein bisschen was gewinnen, wenn ihr möchtet. Und dann geht unser Comic weiter. Auf den Seiten 28 und 29 haben wir Mini-U-Boot-Missionen.
Und auf der Seite 30 und 31 haben wir die Wasserkraft entfesselt. Und das ist der coole Wasserdrache. Der ist wirklich sehr cool. Das Set habe ich übrigens auch schon mal vorgestellt. Wer das noch nicht gesehen hat, das verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ist auf jeden Fall ein super Set. Dann haben wir hier Superstar Lloyd. Da haben, ich sage jetzt mal, Lloyd-Fans ein bisschen was dazu gemalt bzw. was gebastelt. Sieht auf jeden Fall spitze aus. Klasse. Und hier mach mit und gewinne. Also sprich, ich glaube, davor war eigentlich nur die Meinung sagen. Und das ist der Teil, wo man was gewinnen kann. Und zum Gewinnen gibt es dreimal Lloyds Hydromech. Habe ich übrigens auch schon vorgestellt. Kann ich euch auch gerne mal hier verlinken. Und einmal den Wassersegler. Und das Set habe ich tatsächlich noch nicht vorgestellt. Wer das Review sehen möchte, der kann das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und je nachdem, wie viele sich dann melden, werde ich das Set dann auch mal vorstellen. Und dann haben wir hier, was uns im nächsten Heft erwartet, die Vorschau. So wie es hier aussieht, bekommen wir schon am 30. November, also sprich noch in diesem Monat, bekommen wir das Magazin mit der Nummer 83. Und hier hätten wir einmal die Taucher Nia dabei. Wieder eine goldene limitierte Legacy-Karte J und natürlich wieder zwei coole Poster, auf alle Fälle sehr cool. Hier haben wir unseren Lösungsteil, hier haben wir nochmal ein bisschen Werbung und hier haben wir wieder ein bisschen Werbung von Mario. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Flexi.